Kriege im Nahen Osten, Terrorangriffe vor der eigenen Haustür in Deutschland, irgendwelche politischen Führer treffen irgendwelchen verrückten Entscheidungen und unser Leben gerät hin und wieder auch völlig aus den Fugen. Da kann einem manchmal schon der Gedanke kommen, das war's jetzt. Jetzt ist Schicht im Schacht, Ende Gelände. Ehrlich gesagt ist mein eigenes Leben manchmal das echte Chaos. Einerseits finde ich das irgendwie total spannend, andererseits manchmal auch wirklich extrem frustrierend. Da passieren Dinge, die ich weder geplant noch irgendwie beabsichtigt habe und ich muss darauf reagieren. Ich weiß nicht, ob du schon jemals in der Bibel gelesen hast, aber wenn ich in der Bibel lese, passiert es mir immer wieder, dass mir die Gedanken kommen, die Männer und Frauen, die ich in der Bibel beobachten kann, die dort ihre Lebensgeschichte erzählen oder dessen Lebensgeschichte aufgeschrieben wurde, die haben keinen blassen Schimmer von meinem Lebensalltag. Aber dass das Gefühl dieser Perspektivlosigkeit den Männern und Frauen der Bibel nicht fremd ist, möchte ich mir mit dir anhand des Buches Ruth im Alten Testament anschauen. Ich lese also in der Bibel von Männern und Frauen, bei denen Gott voll am Machen ist. Da passiert mega viel. Sie erleben spannende Lebensphasen, Situationen, dürfen selbst erfahren, dass Gott sie in ihrem Lebensalltag führt. Und ich als Christ heute denke mir manchmal, wo ist die Führung Gottes? Wo ist die göttliche Perspektive in meinem Alltag? Da ist so viel Perspektivlosigkeit und in mir kommt eine Weltuntergangsstimmung auf und ich muss entscheiden, wie kann ich weitermachen? Wie kann ich in einem Problem, in einer Sorge oder in einer Perspektivlosigkeit kluge, gesunde Entscheidungen treffen, um einen Ausweg zu finden? Im Buch Ruth kannst du von einer jüdischen Frau namens Naomi lesen. Nebenbei bemerkt, das Buch Ruth hat nur 4 Kapitel und du kannst es in 10 Minuten locker durchlesen. Naomi hatte 2 Söhne und einen Ehemann. Beide Söhne von Naomi waren jeweils mit einer moabitischen Frau verheiratet. Die eine hieß Orpha und die andere Ruth, dessen Name auch das Buch trägt. Nun war es so, dass der Mann von Naomi starb und auch die beiden Söhne. Das Problem war, es war nicht nur ein emotionaler Schmerz, sondern plötzlich auch ein existenzieller Schmerz der Frauen. Denn zur damaligen Zeit war das so, wenn die Männer gestorben sind, waren die Frauen ohne existenzielle Grundlage. Sie hatten keine Lebensperspektive plötzlich mehr. Das heißt, ihr Leben und ihre Existenz waren extrem bedroht. Und jetzt kam auch noch mit dazu, dass im Land eine starke Hungersnot ausbrach. Naomi musste also eine Entscheidung treffen. Bleiben oder gehen. Sie entschied sich fürs Gehen und hat auch ihre beiden Schwiegertöchtern, die natürlich jetzt auch ohne Ehemann dastanden, vor die Wahl gestellt oder ihnen den Rat gegeben, trefft eine Entscheidung bzw. geht zurück zu eurer Familie. Orpa entschied sich, zurück in ihre alte Heimat zu gehen und Ruth entschied sich, bei Naomi, ihrer Schwiegermutter, zu bleiben und mit ihr zu ziehen. Aus menschlicher Sicht betrachtet hat die klügere Entscheidung Orpa getroffen. Sie hat sich nämlich für den offensichtlichsten, für den klügsten und auch für den sicherheitsorientiertesten Weg entschieden. Am besten zurück zur eigenen Familie, zurück in die Sicherheit, zurück in die Verlässlichkeit. Aus menschlicher Sicht war das eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Andererseits, aus menschlicher Sicht hat Ruth hingegen eine äußerst dumme Entscheidung getroffen. Sie hat sich für die Perspektivlosigkeit entschieden. Sie hat sich für die Sackgasse aus menschlicher Sicht entschieden. Sie ging mit der alten Schwiegermutter mit, die von sich aus auch schon gesagt hat, Mädchen, ich kann nicht mehr schwanger werden, ich bin schon zu alt, das heißt, ich kann dir keinen Mann mehr organisieren, du wirst als einsame Witwe sterben, mit mir gemeinsam, denn wir haben keine Existenzgrundlage. Wir müssen flüchten und erstmal überhaupt schauen, wie wir überleben können. Und im Buch Ruth, Kapitel 1, ab Vers 16, kannst du Folgendes lesen. Aber Ruth antwortete, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und wenn du dann im Buch Ruth, ab Kapitel 2, weiterliest, kannst du feststellen, dass das Vertrauen, der Vertrauensvorschuss von Ruth in die Schwiegermutter und auch unbekannterweise in den Gott der Bibel nicht enttäuscht wurde.
Aus menschlicher Sicht war Ruths Entscheidung aus Loyalität gegenüber ihrer Schwiegermutter einfach nur bescheuert. Aber gleichzeitig mit ihrer Entscheidung hat sie Gott, dem Gott der Bibel, Gott Israels, auch einen unbewussten Vertrauensvorschuss gewährt. In den späteren Kapiteln von Ruth kannst du nämlich lesen, dass Gott Ruths Entscheidung als Vorlage nimmt für eine unglaubliche Geschichte, die Ruth im Endeffekt niemals hätte selbst planen können. Du kannst sogar im Neuen Testament, im Matthäusevangelium Kapitel 1, nachlesen, dass Gott die Entscheidung und die komplette Lebensgeschichte von Ruth auf einzigartige Weise gebraucht hat. Ruth wurde nämlich zum entscheidenden Puzzlestück im Stammbaum vom Sohn Gottes, von Jesus Christus. In Sprüche 3 im Alten Testament steht: Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Denke an ihn, was auch immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts ein auf deine eigene Weisheit, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Die Bibel sagt natürlich an keiner einzigen Stelle, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben müssen, wenn wir durch die Tür ins Wohnzimmer der Bibel eintreten. Vielmehr sagt uns die Bibel, dass es eine sehr, sehr kluge Entscheidung ist, wenn wir nicht einfach nur auf unseren eigenen begrenzten Verstand und auf unsere eigenen Erfahrungen vertrauen, sondern wenn wir denjenigen einladen, der sowohl unseren Eingang als auch unseren Ausgang im Leben kennt. Und das ist Gott, der Gott der Bibel. So sagt Gott zum Beispiel im Buch Jesaja 55: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Gott plant nicht in Sackgassen und er kennt auch kein Ende. Gott ist ewig und aus diesem Grund wird er auch für die Ewigkeit planen. Triff also kluge Entscheidungen, indem dass du nicht einfach nur auf deinen eigenen Verstand vertraust, sondern in wichtigen und auch in den kleinen Entscheidungen des Alltags Gott mit hineinnimmst, dass er Lösungen für unlösbare Probleme schafft. Er kennt dich, er kennt deinen Weg und möchte mit dir die Ewigkeit planen.